Hab ich. Kann ich die eigentlich überfahren? Boah, bin ich hier glänzig. Ich brauch Puder. Maske, bitte einmal Maske. Geil. Oh, Krawatte ist geil. Ja, Krawatte nehme ich gleich. Lieblingsfarbe habe ich blau. Was ist denn das? Lila. Okay, schwarze Hose. Das sieht sexy aus. Tertiärfarbe. Oh, eine gelbe. So wie die Lakers. Purple and Gold. Boah, wie sehe ich? Sag mal, kann man auch die Fresse ändern? Jetzt mal ganz im Ernst. Ich sehe doch aus wie ein Typ aus Mount Massive, oder? Aber so ein bisschen braungebräunter wäre nicht schlecht, oder? Sag mal, hat er hier eine Narbe oder was? Also Leute, man kann die Fresse nicht ändern, deswegen Anpassung beenden. Möchtest du das Tutorial spielen? Ja, will ich. Ich liebe Tutorials. Oh, hallo. Hier drüben. Egal, sieh mal hier. Der total coole Mercedes Citaro K. Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. Ich hätte gern Ford Transit, bitte. Sorry, aber ich muss in Spielen erstmal immer gucken, was man machen kann, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Also man kann nicht springen. Mal gucken, ob man überfahren werden kann. Wo das... Man kann nicht überfahren werden. Ich kann nicht Fahrrad fahren. Ich kann nicht springen. Ich kann nicht schleichen. Ich kann mich nicht heilen. Ich habe keine Pistole. Das Spiel läuft flüssig. Ich kann nicht in ein Auto einsteigen mit E oder F. Okay. Dann... Ich wollte mal gucken... Oh, das ist ein Blitzer. Oh, fuck, ein Blitzer. Guck mal, ich kann in den Blitzer hineingehen. Jo. So, meine Damen und Herren, jetzt bin ich der Blitzer. Ja, Sie sind zu schnell gefahren. Zu große 45. Oh, ich laufe in eine Einbahnstraße. Schau mal hier, ich habe eine tolle gelbe Krawatte. Geht einfach durch mich hindurch, als ob es mich nicht gibt. Ah, hallo, Madame. Es sieht so aus, jetzt mal ohne Flachs. Es sieht so aus, als ob die Frau ihre Hand unter ihrem Rock am rechten Oberschenkel hat. Belästigungssimulator 2020. Okay, ihr wollt es nicht. Warte mal kurz. Madame. Ich kaufe mir erstmal eine Fahrkarte für meine eigene Busfahrt. Nein, das geht nicht. Okay, Leute, ich halte mich. Ich halte mich an die Spielregeln. Öffne die vordere Tür, indem du mit dem Türknopf an der Vorderseite des Busses interagierst. So, Kaya ist lost. Ist das der Türknopf? So, jetzt erstmal gucken, ob hier alles sauber ist. Hier keine Kippen oder irgendwas. Oder Spritzen oder so ein Scheiß. Super. Ich setz mich einfach hier hin, während du es dir auf dem Fahrersitz bequem machst. Wechsel in die Außenperspektive, genau. Ey, da sitzt ja schon eine. Ich setz mich einfach hier hin. Hallo, guten Tag, Frau. Ich habe ein Fahrgast, da lohnt es sich gar nicht loszufahren. Ich warte einfach. Unfall in einer Minute. Also Talia. Das finde ich eine Unverschämtheit, dass du das von mir glaubst. Alles klar, schalt die Zündung ein, indem du den angezeigten Knopf im Führerstand oder das Tastenkürzel dreimal drückst. Was steht da? Retarded? Vergiss nicht, deinen Sitz einzustellen, nachdem du den Motor angelassen hast. Ja, du kannst die Sitzposition nach deinen Wünschen anpassen. Vor, zurück. Das ist ja geil. Bist du bereit, den öffentlichen Nahverkehr zurück nach Seaside Valley zu bringen? Super. Dann löst die Feststellbremse und fahr Richtung Ausfahrt. Scheißendreck. Es wurde hier eine Minute gebettet, ne? Mein Vorgänger war kein Freund des öffentlichen Nahverkehrs. Deshalb ging alles außer Betrieb. In Sunny Springs, da wo ich gearbeitet habe, haben wir eng mit dem örtlichen Busunternehmen zusammengearbeitet. Ja, Quatsch, das hat mal die Zufriedenheit unserer Einwohner deutlich verbessert. Stellt euch mal einen Busfahrer vor, der einfach Twitch-Subs vorliest, oder? Der sagt nicht, nächste alte Stelle, Bärenstraße, der sagt, so, vielen Dank, meine Damen und Herren, Nico, 16, 19, 38, danke für deine beiden Subs. Und die Passagiere so, hä? So, Schuldigen, ich kann nicht mehr zurück, doch. Schuldigen, herzlich willkommen zur Fahrschule Yildirim. Ich kann nicht Gas geben, doch. Herzlich willkommen zur Fahrschule Yildirim. Ich darf ich
Lass mich rein, bitte hier diese. Guckst du. So, Entschuldigen, ich fahre. Wie kann man den Blinker setzen? Wo ist der Röhrig, wenn man ihn braucht? Röhrig. So, fahr mal. Guckst du. Ich habe keine Ahnung, wo der Blinker ist. Alter, der hat Wendekreis wie ein... Betätige den richtigen Blinker. Ah, da ist der Blinker. So. Mach die Türen auf. Machen Sie die Tür auf! Erstmal bezahlen. Hey, 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 hey! Fucking. Hey! Was ist das? Sag mal. Entschuldigen? Ja, ah, darf ich aber die Fahrkarte sehen. So sieht's aus. Warte, warte. Und du auch. Gib mir deine Fahrkarte. Ich glaube, es hackt. Wo ist eigentlich? Könnt ihr das nicht machen? Gib mir die Fahrkarte. Nein, halt. Nein, ich will die Fahrkarte nochmal sehen. Ich glaube nicht, dass die gültig ist. Hör auf. Hör auf, gib mir die Fahrkarte. Gib mir die Fahrkarte, du so. Ach, tja, wen haben wir denn da? Ha, schleicht sich einfach und hält sich auch noch am Sack. Das kannst du zu Hause machen, aber nicht hier. Und jetzt, ich schwör's euch, 100 Pro, nimmt er seine Hand, mit der er sich gerade am Sack gefasst hat, und sucht seine Fahrkarte. Ich wusste es. Ja, nicht so nah ranhalten. Ich will sie nochmal sehen. Guck mal, er zeigt auch noch da drauf und macht... Habt ihr das gesehen? Komm, fahr schon. Öffne die hintere Tür. Hallo zusammen. Guten Morgen, Frau Tannhauser. Schön, dass Sie es geschafft haben. Hallo, Mira. Was? Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Hey, Sam, wie geht's Ihrer Tochter? Oh, danke, Mira. Sie ist ganz schön im Stress in letzter Zeit. Der quatscht. Sie ist recht lebhaft, stimmt's? Schön, dass ihr da seid. Wer quatscht hier? Setzt euch bitte hin, wir fahren gleich ab. Ich höre Stimmen in meinem Kopf. Hilfe! Wieso hupe ich denn jetzt? Oh, wisst ihr, nach was das aussieht? Ich sehe total grimmig aus. Verdammte Scheiße, ich hasse meinen Job. Ich wollte Türsteher werden, jetzt muss ich diesen verdammten Bus fahren. Oh, guck mal, was ich gerade... Leute, das ist doch... In dieser Straße haben wir eine hübsche Wohnung gefunden. Es gefällt uns hier wirklich sehr. Hier gibt es einige tolle Restaurants. Ja, komm, das reicht doch zum Einsteigen. Komm schon. Die 2 Meter könnt ihr laufen. Warte. Okay, ich setze ein bisschen zurück. Okay, Entschuldigung. Sorry, sorry. Das andere zurück. Okay, Leute. So. Hier könnt ihr einsteigen. Komm schon, die paar Meter. Komm schon, ein bisschen frische Luft. Komm schon. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Jetzt sind sie beleidigt. Ich guck nochmal, wie weit die laufen. Nur mal so. Ich will wissen. Ich will wissen. Laufe ich gern an dieser Promenade entlang. Ja, das sollen die anderen jetzt auch machen. Frischer Wind, die Bäume spenden Schatten. Und wenn es zu heiß wird, ist der Fluss nicht weit. Kennst du den Ausdruck TMI, too much information? Kommt, Leute. Ey, die laufen tatsächlich zu mir. Die stehen da wirklich. Sollen wir sie reinlassen? Sollen wir sie reinlassen? Sollen wir sie reinlassen? Alles klar. Dann lassen wir sie rein. Perfekte Halteposition. Könnt ihr das sehen? Rechts unten. Perfekte Halteposition. Hier. Leute, nicht da vorne. Hier wird gehalten. Jetzt fahr doch mal los. Muss ich die Tür wirklich schließen, sonst fährt er nicht. Kann ich nicht fahren, wie ich Bock habe? Nee, anscheinend nicht. Ja. Okay, nächste Haltestelle. Wer möchte aussteigen? So, wie heißt denn dieser Laden hier? Ja, ich komme ja gleich. Hab ich. Kann ich die eigentlich überfahren? Sorry. Mein Glück, bist du kein Busfahrer. Du bist ins Minus gegangen beim Geld. Was? Ich hab Geld? What the fuck? Ach du Scheiße.
Fußgänger angefahren. 20.000 Euro? Wir brauchen ein bisschen Musik, hier ist langweilig. Oh nein, oh, das gibt mir einen Kratzer. Das müssen wir später reparieren lassen. Fuck, ich habe gerade nicht aufgepasst. Guckst du, Junge, wir machen halbe Preis, wenn du gibst mir Geld so. Ah? Kein Problem, die Frau hört uns nichts. Machst du, gibst du, ich gebe 50% Rabatt. Und dann, du kannst mitfahren, ganz bis zum Schluss. 3,80. Pass auf, wisst ihr, was ich mache? Du kriegst den fucking Zehnern hier. 38 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, da. Hier, du Sack. Und den Rest kriegst du in Fünfern. Bis jetzt läuft es doch ganz gut. So, ich glaube, wir können weiter. Das meine ich aber, fuck, das meine ich aber auch. Das Schwimmbad ist ein toller Ort, um in der Freizeit zu entspannen. Es gibt nette Ruhebereiche und wundervolle Massagen, die gar nicht so... Massage! Die Strecke zur Garage ist im GPS markiert. Lass uns hinfahren und Feierabend machen. Ja, lass uns Feierabend machen. Okay. Stopp, 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 stopp. Moment. Moment. Was? Was war denn jetzt schon wieder? Es ist alles vorbereitet. Da drüben. Das blöde Busdepot. Ach, jetzt? Nur weil der das Tor zu langsam aufgemacht hat, muss ich 822,59 € bezahlen. Mach doch das fucking Tor auf. Jetzt bin ich wieder schuld. Warte, warte, warte. Ich glaube, ich muss rein. Tja, wow. Alles in allem war das eine erfolgreiche Jungfernfahrt. Siehst du? Meinst du nicht auch? Ja, meine ich auch. Glückwunsch. Was machen wir jetzt? Ich meine, es ist Feierabend. Du bist immer noch hier. Hä? Lass mich nur schnell meine Sachen holen. Ich weiß nicht, ob die Entwickler jetzt zuschauen und so. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich kann nicht kochen in real life. Willkommen zum Kochsimulator, oder? Wie du schon bemerkt hast, hat das Restaurant, dem du angestellt bist, nicht die beste Bewertung. Deine Aufgabe ist es, es hier zu Alt und Glanz zu verhelfen und ein Höchstmaß an Nimm das Telefon, wir müssen ein paar Fachleute einbeziehen. Hey, wartet doch mal mit dem... Geh zum markierten Bereich. Das ist auch von den Leuten von Thieves, das ist ja richtig. Leute, das nennt man betreutes Zocken. Das ist ein Tutorial. Ich kann nichts falsch machen. Ich hätte jetzt das Telefon gesucht. Wir gucken uns erstmal um, oder? Ey, Leute, ohne Scheiß, aber ich habe echt Angst, wenn ich so ein Ding sehe. Wie denn? Fucking, ich hasse das Spiel. Ui, guck mal hier. Das kann man nehmen. Boah, krass, das kann man werfen. Erweiterte Steuerung. Okay. Was für ein Chaos. Wir müssen den Gasherd so schnell wie möglich zum Laufen bringen. Folge der Markierung. Ich will aber recht rum gehen. Das kann ewig dauern, Dings zu reparieren. Wir brauchen jemanden, der schnell ist. Wenn du mit Mausbereich fest diese Firma drückt, dann und Reparatur kaputt. Was soll ich machen? Oh, Scheiße. Oberer Backofen. Wieso muss ich die ganze Zeit das Handy in der Hand halten? Ach, habt ihr das gesehen? Pass mal auf. Huch, da ist es. Ich liebe das Spiel. Okay, hör auf jetzt mit dem Scheiß, Kai. Mach mal ein bisschen was. Rufe die Ladenansicht auf. Karton öffnen. Wähle die Geräte, Registerkarte und kauf einen Mixer. Na, wo sind die Geräte? Bei Utensilien. Wieso sagst du Geräte, du hohle Nuss, wenn es bei Utensilien steht? Ist auch geil. Scheiß habe ich hier gelesen. Kauf und Scheiß. Gut, jetzt legt der Mixer... Alter, das habe ich aber nicht kaputt gemacht, oder? Habe ich das kaputt gemacht? Komm, ich will mal wissen, was der kann. Das sollte vorerst reichen. Wir werden unsere Speisekarte... Das sollte vorher reichen, wir werden und verlasse den Laptop. Verlassen Sie sofort den Laptop. Lassen Sie Finger weg. Erheben Sie Ihre Finger.
vom Laptop und gehen Sie rückwärts 2 Schritte von dem fucking... Ich wiederhole mich nicht nochmal. Ich hab Sie gewarnt! Jetzt haben wir noch Hubschrauber im Spiel. Wie geil. Ich habe gerade türkischen Autokorso. Also ich muss schon sagen... Hier, das sind die Türken. Hört ihr? Entweder die Hochzeit oder Galatasaray hat gewonnen. Klick auf Registerkarte, Gewürze und kaufe Salz. Gut. Siehst du genau wie beim Gerätekauf. Jetzt leg ihn weg. Oh, fuck off dann. Wo lege ich denn das hier ab? Weißt du, was ich mit einem Hühnerbouillon mache? Ich mach das hier mit einem Hühner. Ein Veggie rastet aus. Hier ist dein Hühnerbouillon. Hier! Schau, jemand hat Essen bestellt. Jedes Mal, wenn ein Kunde etwas bestellt, wirst du in der oberen linken Ecke das Bild, die scheiße Bildschirm, guckst du. Forelle auf Backblech. Okay. Nee. Ich will nur die Forelle. Oh, ist nichts passiert. Ist geil, ne, dass der nichts sagt. Oh, scheiße, ich komme da nicht hoch. Auf 3, 1. Jetzt dreh doch mal! Mal wissen, ob ich den Monitor frecken kann. Mit der Forelle. Geht nicht. Auf 3, 1, 2. Shit. Leute, die Forelle ist... Die Forelle ist weg. Der präzise Umgang mit Werkzeug in der Küche ist entscheidend, wenn du Shift gedrückt hältst. Was ist das für eine Musik, Leute? Öffnet sich neue Möglichkeiten, das zu bearbeiten, was du gerade in der Hand hältst. Oh, Shift. Drehen. Nee, drehen will ich nicht. Nee. Werfen will ich auch nicht. Obwohl, komm, einmal, just for fun. Nee. Oh, da! Ah, jetzt raff ich's. Boah, ey, komplizierter kann man die Steuerung nicht machen, ne? Ich bin nicht schuld. Okay, nochmal. Aber ich glaube, das Brett ist zu weit weg. Boah, nee. Kauf einen Teller und hol die Lachsforelle daraus. Oh. Bisschen schwarz, die... Oh, Mann. Ich kann ja vielleicht die nehmen, die ist hinterm Fenster. Mann, jetzt muss ich den ganzen Mist wieder von vorne machen, oder? Mach doch. Da. 1, 2, 3. Leute, darf ich präsentieren? Forelle à la Resident Evil. Gieße Wasser. Mhm. Wasserhahn drehen, seriously? Bleib mal stehen. Füge Salz hinzu. Salz ist hier, ne? Ja. Das Salz ist in einem tadellosen Zustand. Zack. Zack. Habe ich eigentlich einen Timer für das Gericht? Fuck, ich habe einen Timer fürs Gericht. Nimm den Lachs. Wo soll ich den denn drauf packen? Geht. Ich habe Stress. 1, 2, 3, 4. Gib mir hier 1, 2. So. Gebe Lachsfilet auf die Pfanne. Komm her, du... Kleines Stück, du. Willst es doch auch. So, Lachsfilet ist durch, richtig? Komm mit. Haha, das ist mein Skill. So, da drauf. Was muss ich jetzt machen? Dreh herum. Oh, fuck, dreh herum? Was soll ich denn herumdrehen? Was? Was heißt drei? Dreh. Ach nein, scheiße, wieder zurück in die Pfanne. Nee. Ja, aber das kannst du mir doch mal wenigstens im Tutorial sagen. Kann ich denn die Scheiße. Wieso das auf dem anderen Teller nicht ging, ist mir echt ein Rätsel. Da, zack, hier hast du deinen verkackten... Ach, fuck. Das wird dir wohl einfacher sein, oder? Wir brauchen einen großen Topf, sucht dir und achte darauf, dass er leer ist. Er sieht ziemlich leer aus. Warte, geh doch mal weg, ich sehe das da oben nicht. Ach so, ja gut, habe ich vergessen. Wie viel habe ich jetzt da drin? 2, 4, 6, 7, 8. Gib mir Zwiebel. Muss ich die nicht schälen? Oh, die ist schon geschält. Wie geil ist das denn? Lege es im markierten Bereich ab.
Oh, ey, können wir zur Entspannung Resident Evil zocken? Chakalaka. Erweiterte Steuerung. Fallen lassen. Nee, vertikal bewegen. Ah, jetzt. Jetzt mach. Geh da rein. Guck, was hier passiert. Ach, shit. Ja. So, jetzt schalten wir die auch an. Jetzt macht mir das Spiel Spaß. Ah, ich habe eine geile Idee, Leute. Hey! Oh. Schalt die Hitze ab, Michi. Ja, ich werde die Hitze anschalten, du Schmock. Jetzt machen wir Spiel Spaß. Der Fisch da draußen denkt jetzt, ich bin in Sicherheit. Komm, komm schon. Geh da rein. Geh da rein. Da hätten wir noch einen. Warte mal kurz. Come on, guys. Ich will was sehen hier für mein Geld. Ich weiß nicht, ob die Entwickler jetzt zuschauen und so. Boah, ich bin erschrocken. Das Problem ist, dass mich das Spiel... Ah, jetzt. Das ist schon kaputt. Nee, das ist immer noch an. Hey Leute, das ist immer noch an. Ist gar nicht kaputt. Das müsste eigentlich auch gleich explodieren. Zack. Zu. Und zack. Sind das die Türen vom Kühlschrank auf dem Boden? Ja. Ist mir doch gar nicht aufgefallen. Wir mischen alles miteinander. Ja, das... Aber ich kann es nicht zerstören, Leute. Hau ab. An alle Einsatzfahrzeuge. Ein Fahrzeug ist an einer potenziellen Gefahrenstelle liegen geblieben. Kann bitte jemand übernehmen und die Stelle... Ich kann nicht zurückgucken. Ich kann nicht zurückgucken. Ich will wissen, was mit dem Dude ist. Läuft total Bock drauf. Was? Charakter. Vorlage 1, 2, 3. Was darf ich auswählen? Zwischen Wendler und Xavier Naidoo oder was? Der sieht mir türkisch genug aus. Nehmen wir den, oder? Guck mal, man kann den auch drehen und so. Ist der Knaller. Wow. Oh, Jesus. Taille. Mhm. Oh, Hintern. Wow, super. Okay, weiter geht's. Nein. Nutze Vasen, um zu laufen. Herrlich. Hallo, guten Tag. Ich bin hier der neue Chefkoch. Ich bin Autobahn-Simulator-Spezialist. So, mal gucken. Erstmal was zu trinken holen. Erstmal was zu trinken holen. Hol dir was zu trinken. Hier sind wahrscheinlich vermisste Personen. Vermisste Waschmaschine oder was? Haben Sie diese Waschmaschine gesehen? Okay, quatschen wir mit dem Dude. Hallo. Was Hallo. Kann ich für Sie tun? Ich habe meine Waschmaschine. Für wen halten Sie sich eigentlich? Für Waschmaschinen-Joe. So Leute, ich spiele euch das Ganze nochmal durch. Alter, das ist laut. Wenn es in der Schweiz gewesen wäre, okay? Grüezi, grüezi. Kann ich Ihnen helfen? Ja, wie Sie sehen, ich würde gerne mit Herrn Roland Becker sprechen. Dürfte ich vielleicht... Ist er da? Ja, Moment, Herr Roland Becker, ja, das ist unser Chef. Wen darf ich denn anmelden? Was haben Sie denn mit dem zu tun? Ja, wissen Sie, ich bin Ihr Kollege. Ich fange hier neu an und ich habe gedacht, ich habe vielleicht könnten Sie mir
so, es ist ein Kollege. Herzlich willkommen bei der Schweizer Kantonspolizei. Ja, super. Ja, ich freue mich. Ich mag Ihren Scholders, Ihr Bärtchen, das ist, was auch immer das ist, was da wächst. Super, Ihre Mutter mal, die grünen Augen, Sie sind... Was ist denn mit den Narben? Ja, wissen Sie, ich bin vom Fahrrad gefallen, als ich... Grossartig, ja, und was ist mit Ihrer Brille? Was ist mit meiner Brille? Ja, wie viel Dioptrien? Ja, was ist denn? Ich kann auch... Wie kann ich das denn sehen? Super, ich mache die Tür auf. Ja, merci vielmal. Wo ist denn der Chef hier? Das ist wahrscheinlich in der Chefetage ganz oben, oder? So, Chef, ich bin... Chefe. Fuck, wo ist denn der Dude? Chefe! So, ihr zwei, ich bin euer... Alter, seid ihr Zwillinge? What the f***? Komm, wir gehen zum Chef. Chef hat sich selber eingesperrt. Chef, bring sich nicht um! Hallöchen, Popöchen. Wie geht's, Glatze? Na? Ich find's ja cool, wenn Männer zu ihrer Glatze stehen und keine Käppi. Sie sind also Herr Schmidt. Genau so ist es. Herr Schmidt. Freut mich sehr. Sie sind 10 Minuten zu spät. What? Bevor Sie anfangen, schauen Sie mal bei Frau Roth vorbei. Ihr Büro ist nebenan. Sie ist hier für... Wenn in diesem Revier mal etwas nicht nach Plan läuft, lässt sie uns trotzdem noch gut aussehen. Ich hoffe, Sie werden das nicht in Anspruch nehmen müssen. Ich nehme gleich Frau Roth in Anspruch. Ich nehme gleich Frau Roth... Falsche Stimme, sorry. Ich nehme gleich Frau Roth in Anspruch. Was soll die Scheiße? War das ein Tinnitus oder was? Ich könnte nicht in mein Ohr piepsen hier. Herr Oberwachtmeister. So, ich guck mir erstmal ein bisschen um hier. So, haben die was zu zocken dabei? Sind die Gamer? So, Frau Roth. So, Frau Roth. Nur Sie und ich. Ich komme erstmal rein. Und dann schließe ich die Tür. So, dann mach ich die Jalousien runter. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Revier. Hallo, Frau Roth. Haben Sie mich schon erwartet? Nein, nein, aber die Wand zwischen meinem Büro und dem anderen ist nicht sonderlich dick. Ah, sind wir mal energisch. Was regt sich der Alte denn auf? 10 Minuten zu Oh, der kann sogar Bauch reden, habt ihr gesehen? Tag. Ich hoffe für Sie, dass Roland das eben nicht gehört hat. Sie sollten sich in Zukunft lieber mäßigen. Ah! Boah, das ist aber eine saubere Stadt. Hier ist noch nie... Komm, ich buchte mich selber ein. Ich habe keinen Bock mehr. Ich hole mir erstmal einen Snickers. Oder Ausweis zeigen lassen. Vielleicht geht Sie das. Sie wissen, was ich gern hätte, oder? Bitte sehr. Wohl bekomm's. Oh, was für ein Genuss. So fängt jeder schlechte Porno an. Und so hört jeder schlechte Porno auf. Warum liegt hier Stroh? Jetzt geht's ans Eingemachte, Leute. Jetzt fahren wir eine Runde. Boah, ich bin mal gespannt, wie die Steuerung ist. Hey, wie ist denn der Typ hierher gemorpht? Achso, ich kann da nicht weiter. Achso. Das ist alles, was die olle Kiste kann. Was macht... Ey, ein LKW auf der linken Spur. Also, ich hab den Strafzettel gegeben. Gehst schon? Gehst du schon? Magst du mein Gameplay nicht? So, wo ist der Schmock? Wo ist er? Alter, mach mal die Sirene aus. Ich will nicht mehr. Mach mal die Sirene. Mach mal die Sirene aus. Nein, ich will einfach nur die Sirene ausmachen. Du Blödmann, jetzt ist die Sirene an die ganze Zeit. Boah, ich kann nicht mehr. Ich mach die Sirene. Die geht einfach nicht aus. Boah, ich kann die Sirene nicht mehr hören, bitte. Oh Gott sei Dank. Ich mach sie nie wieder an. Aber das Rasen macht schon Spaß. Ich finde nur 200 Stundenkilometer ein bisschen wenig gewesen. So, wo muss ich parken? Hier? Oh, du Arsch, du bist es. Hallo, Sie arbeiten hier an der Tankstelle, oder? Achso, das ist nicht der Verdächtige. Hallo. Wieso zittert alle? Es muss ziemlich kalt sein in dem Spiel. Das ist der Dude. In dem neuen Club der Kajoten-Hoodie.
frisch aus dem Fotodrucker. Gute Arbeit, das ist ein erster Anfang. Ich möchte den fangen, den Typ. Das war's schon. Schmeißt er mich wieder raus? Ich bin gerade reingekommen. Ein LKW ist gegen einen Brückenpfeiler gefahren und nun herrscht Einsturzgefahr. Ja, ich nehme an. Ich glaube, ich laufe dahin, oder? Was meint ihr? 12 Kilometer joggen? Guck mal, der wartet schon. Ey, hat er aufs... Hier, guck mal, der hat er hingemacht. Unfassbar, oder? Sag mal, hast du einen Knall, oder was? Hast du hier einfach am Asphalt gekackt? Das war ich nicht. Das war schon hier. Ja, aber... Nee, war nicht. Ich bin los zum Chef, krieg neuen Auftrag und du kackst einfach auf die Straße. Das war ich nicht, ich sag's dir. Ey, wenn du das noch einmal machst, kack mir bloß nicht ins Auto. Vorne steht. Was? Geh mal weg. So was ist mir noch nie passiert. Der neue Kollege hat bestimmt geschlampt. Der war für die Ladung zuständig. Wieso guckt er sich die ganze Zeit um? Schon, dass Sie als Fahrer des Fahrzeugs letztlich für die Sicherheit der Ladung zuständig sind? Ja. Geiles Spiel. Alles so. Wir sind hier fertig. Sie und. Erstmal, was muss ich fotografieren? Mit. Ah, mit X da unten steht's doch. Ja, ich fotografiere was? Können wir jetzt gehen? Gibt's keine Sirenen und Blaulicht? Okay, das hast du davon. Ich will wissen, was mit dem Dude ist. Jetzt bleibt. Wieso ist denn. Fuck. Oh, da ist. Nichts passiert. Oh nein! Geht's ihm gut? Pass mal auf, du Vogel. Das nächste Mal machst du Platz, wenn die Polizei kommt. Das ist klar. Du Pisser. Oh, Scheiße. Es ist ein Bus aus Polen. Verdammt! Juri, wir haben die Polizei. Was machen wir? Fahren Sie mal. Fahren Sie bitte rechts ran. Fahren Sie rechts ran, ihr Spucker. Fahren Sie. Hey! Die weigert sich. Hä? Halt die Tür auf. So, Madame. Ha, guck mal hier, hat noch einen Gang drin. Was ist das überhaupt für eine Automarke? Panda? So, Schätzchen, pass mal auf. Wenn... Alter, dieses Spiel triggert mich so hart. Ich kann mich nicht drehen in diesem Spiel. Ich kann mich nicht drehen! Wie kann ich das denn drehen? Ey, das ist doch Frau Roth. Ist das nicht die aus meinem Büro? Das ist doch die Marketing-Tante, oder? Die ist nicht angeschnallt, die fährt hier rum. Guck mal, was für ein Rückstau. Guck mal, was für ein Rückstau, wie geil. Okay, wenn ich mit Ihnen reden könnte, würde ich Ihnen eine Verwarnung, aber ich kann ja nicht reden. Ich kann nicht aufs Auto steigen, ich kann gar nichts machen. Das ist so, da ist ja Flashing Lights besser, wisst ihr? Bleib, halt! Ich bin noch nicht fertig. So, Leute, ich lasse die Frau wieder los, wenn ich wüsste, wie es geht. Nee, so geht... Bleib, halt! Ich bin noch nicht fertig. Gibt's eigentlich keinen Game-Sound? Hört er dieses Geräusch? Warte, wir probieren was anderes aus. Es kommt aus dem Monitor raus. Ah, jetzt. Jetzt hört ihr es, oder? Ich hab das selber gefixt. Ihr fragt euch bestimmt, Kai, was zockst du da? Das nennt sich Flashing Layers auf Polizei. Okay, Entschuldigung, ich war kurz aggro. Ich wollte schon mal. Ich wollte schon mal ein bisschen Polizei, weißt du? Ich habe jetzt echt gerade überlegt, was ist männlich, was ist weiblich. 3 Körper habe ich zur Auswahl. Darfst du wirklich? Ist das ein Witz? Boah, das sieht doch cool aus, oder? Boah, Corona auch noch. Wie geil ist das denn? So, komm schon. Ach ja, ich muss auf
Nein, das... Bäh. Ey, das sieht aus wie GTA, Leute. Das ist viel besser als GTA. Das ist... GTA ist ein Schmutz dagegen. So. Wie kann ich mich heilen? Krieg ich ein... krieg ich ein... Okay. Was gibt's hier? Wähle ein Fahrzeug. Ui. Wie geil ist das denn? Guck mal, wie der bounce, das liebe ich. Jetzt bräuchte ich eigentlich so Musik. So. Oh, guck mal hier, ich kann sogar ein Inkognito. Ne, ich will wissen, dass die Leute, dass die. Ich will wissen, dass die. Sind, wenn ich komme. Ja, safe and exit. Ich nehme die Karre. Und was kann man hier machen? Fahrzeug bereit, dankeschön. Nein. Sheriff Jana ist in town. Halt! Stehen geblieben! Kann man hier auch GTA-mäßig rein? So, steigen Sie mal aus. Niemand drin. Steigen Sie trotzdem aus. So, wurden Sie in der letzten Zeit, haben Sie irgendwelche Verdächtigen? Hat jemand, wieso haben Sie keine Maske? Wieso haben Sie keine Maske auf? Befehle nach Ausweis fragen. Das ist wirklich wie ein GTA, Leute. Ohne, dass der Server abstürzt. Was willst du mehr? So, kommen Sie mal mit. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß auch nicht, wohin. So, Sie auch. Halt! Stehen geblieben. Bleiben. Halt! 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 Okay, gut. So, Leute, ich lasse die Frau wieder los, wenn ich wüsste, wie es geht. Nee, so geht. So. Springpippi. Ich weiß wirklich nicht, wie es geht. Ah, jetzt. Ah, rechte Maustaste. Bleib. Halt! Ich bin noch nicht fertig. Anfrage. Trans. Gefangenen töpfen. Nein! Nein, 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 nein! Scheiße! Geh weg! Geh weg! Ich dachte, Sie könnten mich mitnehmen. Wieso habe ich jetzt schon wieder die Flashlight an? Also, ich habe mit der Tante nichts zu tun. Jetzt wird die abgeführt? Ich wollte das gar nicht. Halt! Entschuldigung. Hey! Hey, kann man das. Nein, jetzt! Scheiße. Tut mir echt leid, ich dachte. Hey, warte, ich kann vielleicht noch. Vielleicht hole ich, kann ich sie zurückholen. Halt! Alter, sag mal! Hey! Da ist sie doch wieder! Hey, Entschuldigung. Hey, sorry! Sie rennt schon weg. Hören Sie. Ich bin das. Ich bin das erste Mal in diesem. Ich bin Anlernender. Pass auf, ich wollte nur mal wissen. So, Anfrage. Nein. Ich habe doch ein Auto, ich schmuck. Hä? Okay, wo fahren wir hin? Oh, geil, jetzt geht's ab. Leute, es ist Early Access, das wird noch. Was habe ich jetzt gemacht? Hä? Vorausfahrendes Fahrzeug scannen. Ah, geil. Da. Versicherung abgelaufen. Leute, ich hab... Bleib stehen. Wie komme ich hier raus? Nee, das ist der Blinker. Ich will das Fahrzeug verlassen. Was ist das? F ist... Entschuldigung, ich komme gleich. Sobald ich weiß, wie man aus der Karre kommt, kriegt sie einen Strafzettel. Komme ich jetzt raus? Aha. So, ich guck erstmal so wie die Physik. Fahrphysik. Nein. Ich brauch dich jetzt nicht. Das Auto ist in einem tadellosen zu. Wieso geht denn das, poppt das Ding immer? Geht doch mal weg! Mann, ich kann. Mann! Oh, wir sind jetzt in der Wüste. Hä? Sagen Sie, sind Sie dieselbe Person von eben? Nein? Ja, Leute, ich habe eine Rundumerneuerung bekommen anscheinend. So, lass uns doch mal einen Einsatz fahren. Shoplifting. Hier, annehmen, Y. Habe ich den jetzt angenommen oder nicht? Ja, dann warte ich. Hey, du Arsch! So. Okay, den nehmen wir. Pickup Police Station. Ah, hier. Okay. Ich finde die Idee, ich mag das. Aber so ein kleines Tutorial wäre doch das Erste. Oh. Entschuldigung.
Scheiße. Hallo, es ist folgendes. Ich bin gefahren und sie ist einfach über den Zebrastreifen gelaufen und ich hatte grün. Ach, das sind... Voll die Unfing. Guck mal, der ist einfach ausgestiegen. Jetzt schiebt er sie noch durch die Gegend. Nee. Wo hast du sie aufgefressen? So, du kannst... Ich bin ich. Nein, du bist du. Nein, ich bin ich. Nein, du bist du. Ich, nein, wir beide. Das kann doch nicht sein. Die Stadt ist zu klein für uns beide. Kommen Sie mit. Wissen Sie zufällig, wo Sie hin müssen? Wenn ich jetzt da einsteige, kommen Sie automatisch mit, wenn ich sage folgen, oder was machen Sie? Nee, ne? Also, ihr läuft mir hinterher. Ja, okay, geht auch. Na, kommen Sie mal mit. So, kommen Sie rein. Komm. Komm, Schatzi. Komm. Geh da rein. So. So, komm jetzt. Kannst du hier einsteigen? Da. Komm. Steig ein, Schatz. Du sollst jetzt einsteigen. Geh da rein! You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one. Damn, 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 it's gonna be a long night. Yeah. Nee, hier. So, Leute. Come on, you suspect, you. So, den nächsten Auftrag annehmen. Spiele den GTA-Killer. You know. Sieht so aus. Hey! Bleiben Sie mal schön stehen, während ich hier rüber... Sag mal. So, Leute, was ist hier los? Schon wieder mein Bruder unterwegs. Ich kenne den. Seine Versicherung ist abgelaufen. Gestehen Sie, dass Sie keine Versicherung haben. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. String. Also. So, wo ist denn der Vogel? Alter! Oh, verstehen du Sau. Wie taser ich den? Habt ihr eine Ahnung? Ja, das habe ich ja an der Frau vorhin vorne geübt. So, mein Freund. Halt, bleib stehen. Einer von uns rutscht ab. Rutschen Sie hoch oder rutsche ich runter? Moment mal kurz, ich bin gleich wieder da. Billie Jeans, not my lover. So, jetzt komm mal schön mit. Hier, willst du den haben? So. Oder wollte... Ach komm, das ist doch ein Witz. Steht er jetzt auch im Stau da hinten? Komm hier rüber! Ey, das ist nicht sein Ernst, Leute. So eine unfähige Polizei habe ich noch nie gesehen. So, jetzt. Komm her! Hier ist er. Und weg ist er. Leute, wo? Ich habe keine Punkte bekommen. Fenster einschlagen. Anzeige ist raus, du Pisser, ey. Ja, du Sack, du hast mir neulich einen Korb gegeben. Oh, ich bin schon wieder nicht in der Mitte. Ich bin nicht in der Mitte, mein Schatz. Weil so ist nur die Hälfte, mein Schatz. Plumpi, Lumpi. Hard Mode? Nee, auf keinen Fall Hard Mode. Pick up that crowbar and listen up. We got a lot of ground to cover. Das ist mein Intro. Quickslot? Du kannst Gegenstände in Quickslot unterbringen und schnell auf sie zugreifen. So, gehen Sie mal da. Hey, eine Bushaltestelle. Ist das Spiel für euch okay? Sehr leise. Jetzt besser? Das war einfach. Drücken. Ach, ducken. Ducken mache ich mit... Leichen vermeint und sehr drücken. Was ist denn das? Oh shit, die guckt da raus, ne? Ah, deswegen muss ich schleichen, oder? Kuckuck. Kuckuck.
Ich komme gleich, um einzubrechen. Ja. Sorry. Licht und Sichtbarkeit. Wenn du nachts schleichst, ist es sinnvoll, gut beleuchtete Orte. Boah, ich war noch nie Dieb, ich bin noch nie eingebrochen, ich habe noch nie etwas Kriminelles gemacht in meinem... Anzeige ist raus, du Pisser, ey. Ich mag das Spiel nicht. Fenster einschlagen. Da sind noch ein paar Hallo, da sind noch ein paar Scherben. Hä? Hätte ich es nicht gleich öffnen können, ohne sie einzuschlagen? Okay, ich bin im Dunkeln, ich bin am Schleichen. So, was gibt's hier für Sneakers? Ich brauch die Taschenlampe nicht. Kann ich mein Handy auf lautlos? Wie bescheuert ist das denn, dass ein Einbrecher sein Handy auf laut hat? Weißt du, der ist drin, hat alles, den Schmuck alles abgeräumt und kurz bevor er geht, Moment, kann ich ganz kurz rangehen, bevor sie die Polizei rufen? Aha! Ich mag das Spiel. Ich mag die Musik, ich mag die Atmosphäre. Ich mag langsam öffnen und schließen. Ich mag den Topf. Ich mag den Teekessel. Das war's? Das hat sich überhaupt gar nicht gelohnt. Otua Mutz Hück. Was steht da? Geh zum Auto. Was ist mit dem Vogel hier? Hey, hast mal Feuer? Hey, Chakalaka. Ich rede mit dir. Entschuldigung? Hast du mal Feuer? Ob du mal Feuer hast? Du blockierst einen Weg. Ja, dann blockiere ich halt einen Weg. Hast du ein Problem damit? Ja, komm doch her. Ich liebe das, wenn so ein Spiel so designt ist. Oh, oh, er hat ein Handy in der Hand. Der ruft gleich die Polizei. Mann, ruft gleich die Polizei. Sind wir in Corona-Zeiten oder was? Der hat keine Schutzmaske an. Ich rufe die Polizei. Tür ganz langsam öffnen. Und... Oh, jetzt verstehe ich. Okay. Ja gut, ich breche ja nicht mein eigenes Auto ein, oder? Muss ich die Tür stehen? Oh, das hat er selber gemacht. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Interagieren. Aha. Verlasse den Tatort. Wo wohne ich überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Oh, das war doch mal... Steck die Werkzeuge weg. Ich mag das... Das ist jetzt mein Lager, oder? Hier kann ich... Ja, ich muss mal hier zumachen, ja? Mach mal hier mach mal die Garage zu. Ich habe Angst vor Einbrechern. What the fuck, you got a problem with this? It's my car. Ah, oh, shit, dieser Vollidiot, der gerade auf seinem Auto stand. Yeah? Das ist mein Auto. Hä? Guckst du hier? Ich komm gleich, ich bin dein Kunde. Ich guck nur, ob es irgendwas zu klauen gibt. Pass auf, ich nehm die Zapfsäule mit und geh rein und sag... Ey, was krieg ich für ein Rasenmäher? Was? Das ist nicht deiner. Den hab ich woanders geklaut. Okay, ich geh jetzt rein. Komm, Kai, auf mit dem Schwachsinn! Welcome back. Boah, der kann reden, ohne seine Lippen zu bewegen. Darf ich mal ganz kurz? Ist es okay, wenn ich... Darf ich ganz kurz? Kann ich kurz... Kannst du mal Platz machen? Kannst du das Bild wegschieben? Ich will mal ganz kurz umschauen, was da hinten... Ich sehe das von hier nicht so gut. Way, Teekessel. Topf. Alter Toaster. Pfanne. Scheiße, sorry. Ich wollte ranzoomen. Tut mir leid, es hat nichts mit dir zu tun. Weißt du, was... Hallo, pass mal auf. Oh. Ah, sorry. Sorry, pal. Sorry, sorry, sorry. Ich bin neu hier. Und ich wollte fragen, wie geht's zu Greenview 109, glaube ich, war's. Scheiße, die Polizei sucht mein Auto. Mann. Ich habe damit nichts zu tun, das ist nicht mein Auto. Weißt du was, du kannst mir mal Arsch lecken. Ich fahr jetzt da rein. Hä? Ja, such mich doch, du Pisser. Hä? Komm her. Polizei kommt sowieso nicht. Da, und nochmal. Ich mach das jetzt so lange, bis dein Airbag aufgeht. Da, du Sack. So. Ich glaube, die Polizei kommt nicht in diesem Spiel. Ich glaube, das ist ein Gerücht. Weißt du, ich kann zum Beispiel machen, was ich will. So. Reparaturkosten. Was? Was ist denn, wenn ich jemanden umfahre? Just for fun. Come on. Ja, yeah, du Sack. Du hast mir neulich einen Korb gegeben. So. Leute. Tür verschlossen, interagieren. Tür verschlossen, interagieren. Gut, ich habe weder Dietrich noch irgendwas. Ach so, ja, ich muss ja hinten rum. Und danach seid ihr dran. Hört ihr? Ey, das war doch da, wo wir gerade eingebrochen sind, oder? Warte, ich will nur ganz kurz was ausprobieren, Leute. Ob es einen Respawn gibt. Wisst ihr, was ich meine?
I knew it. Das ist ein Spiel für mich. Weil ich kann nicht verlieren. Ah, ich liebe Pfanne, hä? Guck mal, ich liebe den Toaster. Ich liebe diese. Ich mag das Spiel. Weil ich das mag. Ich habe ein Erfolgserlebnis, Leute. Ich wurde nicht einmal... Okay, ich wurde einmal erwischt. Das ist doch Geld! Hä? Wer legt denn sein Geld da ab? Hä? Ich leg mal das Geld dorthin. Ich glaube, das ist ziemlich sicher. Ich weiß, dass hier Leute vorbeikommen könnten und dann sehen können, dass da Geld liegt. Aber die kommen hier nicht rein. Weil da ist ein Fenster. Mama Klo, ich muss mal aufs Klo. Mama auf! Okay, gut. Kuckuck. Einbrecher ist da. Ich mag das Spiel voll. Oh, ich liebe Pfannen. Ich kann... What? Leg's doch im Auto ab. Bring doch zum Auto. Ich hab keinen Bock, nach hinten zu laufen. Entschuldigung. Hast du mein Auto gesehen? Ich bin ein Einbrecher und ich muss Sachen weg. Und wissen Sie? Ja, ich weiß, ich rufe die Polizei. Zack! Und Schlüssel. Wozu brauche ich einen Schlüssel? Ich habe jetzt sämtliche Fenster eingeschlagen, die man haben kann. Ey, wer lässt denn sein Geld hier so rumliegen? Oh, so ist gut. Alles klar. Das war's? Keine Klamotten, gar nichts? Alright, dann habe ich alles. Oder hat da jemand noch was versteckt? Nee, ne? Nee. Alles klar. Was? Tür verschlossen? Okay, Leute. Ich würde mal sagen, das war wieder richtig cool. Ich sehe den Chat rechts von mir und ich gucke gerade nicht auf den Chat, aber ich weiß genau, was da steht. Den Fernseher! Wie komme ich jetzt hier raus? Nein, sag's mir nicht. Ich will selber drauf kommen. Durch die Türe mit dem Schlüssel. Oh, ich schmock. Ich habe vergessen, dass ich den Schlüssel mitgenommen habe. Muss ich den jetzt auf den Quickslot legen? Muss ich den fallen lassen? Muss ich den Schlüssel quasi ins Schloss fallen? Ach ne, einfach nur E drücken. Ich weiß schon, was im Edit landet. Einfach fallen lassen. Da. Zack. Also manchmal ist das Spiel auch ein bisschen zickig. Kann das sein? So, Leute. Hättet ihr nicht gedacht, dass ich aus dieser brenzligen Situation nochmal rauskomme, hä? Hättet ihr nicht gedacht? Ja. Das Spiele-Opa ist on fire! Kann ich auch aus dem Auto heraus verkaufen? Shut up. War das ein Russe? War das ein russischer Akzent, Leute? Ganz kurz. Sag doch mal welcome back. Cut! Bitte nochmal! Und den Text nicht vergessen! Igor, du hast deinen Text vergessen. Bitte nochmal. 3 und Action. Gut, sind wir soweit. Alles klar. Gut. Ton. Ton läuft. Kamera. Kamera läuft. Und Action. Welcome back. Es ist ein Russe. Welcome back. Deine Augen sind hypnotisch. Sie verfolgen mich. Egal, wo ich hingehe. Kann ich, Igor? Wir kennen uns schon. Kann ich, Igor, ganz kurz... Komm schon, Igor. Ich will wissen, was das für ein Kompressor ist, Igor. Okay. Weißt du was? Dreht euren Scheiß mit alleine ohne mich. Ich kann... Es ist der uncoolste Abgang der Geschichte. Ich habe die Tür nicht aufgekriegt. Dreht euren Scheißfilm ohne... Ja, nur ganz kurz. Schlüssel. Bin gleich soweit. Dreht den Scheißfilm immer noch ohne euch, aber... Können wir es nochmal drehen? Wegen Erstattungsgrund. Das Spiel entspricht nicht den Videos. Wo steht denn das Spiel ist scheiße? Dachte, es wäre... Lammsimulator. Ich habe es aus Versehen gekauft. Ich dachte, diese wäre Lammsimulator mit Dönerbude, nix Lammland, auch kein Döner. Diese, was soll das scheiße? Ich will... mein Geld zurück. Leute, seid ihr soweit? So, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich spiele eine Ziege. Jump over an obstacle. Das ist einfach. Seht ihr, ich mag solche Spiele, wo du sofort ein Erfolgserlebnis hast. Und zurück. Und zurück. Jump over metal bar. Habe ich doch gemacht. Zack. Jump over metal bar. Zack. Macht in dem Spiel eigentlich noch was anderes, als über die verdammte Metal Bar zu jumpen? Was ist denn hier? Oh.
Okay. Na, du kannst ja alles. Sag mal, wie fährt denn der da hinten? Ach so. Aha. Was ist das Ziel des Spiels? Hey, gib mir deine Karotte. Ach, das ist keine Karotte. Ich habe gedacht, der hat eine Karotte im Mund. Auf seine Zunge. Guck mal, das nennt man unterwürfig. Verstehst du? Wenn der Chefkoch kommt, der Chef Goat, dann legt er sich erstmal hin. Wer ist der Boss? Wer ist der Boss? Wer ist der Boss? Wer ist der Boss? Du musst dich hinlegen, du Trottel. Ach, ich habe auch so eine blöde Zunge. Bist du für ein Vogel? Ich geb dir Kopfnuss. Ich geb dir Kopfnuss. Ich bin türkische Ziege. Oh. Oh. Jetzt machen wir das mal umgekehrt. All die Jahre. Was passiert denn hier drin? What the fuck happened? So geht das. Seht ihr? Ich bin der Chefkoch hier. Was ist das für ein Spiel, Leute? Air to Simone Peasants. Biggest Combo Easy. What's going on mit diesem Spiel? Hey, Alejandro! Du bist doch ein Fleischesser. Du hast meine ganze Familie aufgefressen. Also gut, umbringen kann ich die Menschen schon mal nicht. Das ist doch schon mal etwas. Ui, guck mal, was. Ui, ui. Leute, was ist das für ein Spiel? What the fuck? What's going on? Keine Ahnung, was wir hier machen in diesem Spiel. I don't have a clue, aber der Spanier geht einfach nicht. Oh, oh, das hat wehgetan. Ah, sterbe ich jetzt? Alter! Oh. Oh. Mhm. Ich hab noch nie sowas Bescheuertes gespielt. Ah, oh. Aber was cool wäre, wenn das Ding jetzt noch weiter. What did I do? Keine Ahnung, was hier abgeht, Leute. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Wow. Oh, ich liebe Basketball. Vielleicht können wir ein bisschen eine Runde Basketball spielen. Mann, jetzt habe ich noch den Tisch an der Backe. Scheiße, ich komme hier nicht mehr raus. What the f... Na, ich hab das Sagen hier. Koch. Hey Leute, hört mir zu. Ich bin jetzt der Chefkoch hier. Ihr habt nichts zu melden und ich habe schon einen Fan. Guck mal hier. Ich nenne dich Horst. Horst, bist du auf meiner Seite? Oh, ihr seid alle auf meiner Seite. No penis-shaped food. No penis-shaped food. Okay Leute, ich verspreche euch, wenn ich Präsident werde von diesem Kaff, gibt's keine penis-shaped food mehr, okay? Kann mir einer von euch erklären, was ein Penis ist? Ja. Gucken, ob man die... Was wollt ihr denn hier? Also wenn ich R drücke, regnet es Ziegen. Und... Es regnet Ziegen. Oh shit, what the... Ich hab noch nie so ein bescheuertes Spiel gespielt. What? Nicht da rein! Oh, Scheiße. Das Spiel ist so dämlich. Aber das ist das Geilste bis jetzt. Ich weiß nicht. Ach, komm schon. Ich hab's doch 10 mit 2. 3, 4, 5. Boah, ist gar nicht so einfach. Oh. Was passiert, wenn ich einen Menschen anlicke? Lick Ocke. Ich hab den gerade seinen Hintern Ugh. Oh. What? What is... Kann es sein, dass meine Zunge an seinem Hintern klebt?
Leute, das Spiel ist nicht ganz dicht. Ah, Run on Walls. Sprint, Jump, VS to Man... What? Bruh. Oh, ich schwimme mit dem Arsch voran. Schaut mal hier. Leute, wenn ich noch unter 2 Stunden bleibe, kann ich das noch an Steam zurückgeben, oder? Was passiert denn hier? Shit. What the fuck? Das ist einfach nicht ganz dicht. So. Ich hab dich nicht mal angefasst und der ist nach hinten weggekippt. Was? Was hast du gesagt? Was war das für eine Sprache? Cabrito Park, da geht's auch ab im Cabrito Park. Ich hab's gespielt. Ich weiß nicht, auf wessen Wunsch. What is going on? Es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wegen den Erstattungsgründen. Das Spiel entspricht nicht den Videos. Wo steht denn das Spiel ist scheiße? Ich dachte, das Spiel wäre cool. Ah ne, andersrum. Ich dachte, es wäre Lamm-Simulator. Ich will mein Geld zurück. Ich habe es aus Versehen gekauft. Ich dachte, diese wäre Lamm-Simulator mit Dönerbude, nix Lamm-Lamm, auch kein Döner. Diese, was soll das Scheiße? Hallo Leute, ich bin ja bekannt dafür, dass ich Spiele nicht nur durchspiele, sondern auch anteste, bevor sie rauskommen. Early Exit sozusagen. Und jetzt gibt's die Early Exit Version von Check it out. Ne? Check it. Check it. Ne. Hm? Zieh's hier rein. So, verstehst du? Da hat das Ding auch geklickt. Das ist schon mal gut, das gibt einen Aufruf, aber ich brauche auch hier gesamte Dauer, verstehst du? YouTube misst jeden Scheiß. Und zwar, wie lange du auch drauf bleibst. Wenn du jetzt einfach abbrichst, jetzt, nicht, ja, nicht, ja, ich hab gesagt, nicht, du sollst sie, klick nochmal die Scheiße, los, nochmal von vorne. So, wenn du jetzt an diesen Punkt gekommen bist, durchgucken bis zum Ende. Prison Simulator, was ist das denn? Deine Daten sind bei uns sicher. Haut doch endlich ab mit euren Datencollector-Bullshit. Gib mir, ich will wissen, was für ein Betriebssystem du hast. Wo warst du, auf welcher Seite warst du? Wo kommst du her? Wo surfst du hin? Was hast du für ein PC? Wo bist du, wo? Was für einen Standort hast du? Worauf stehst du? Was willst du shoppen? Was hast du dir neulich angeschaut? Warte, ich geb dir geile Werbung, ja geil. Ebenfalls rechts, kannst du den Körper, Gesicht und geh weg. Ich will, kann man alles zufällig machen? Mann, wann ist denn das jetzt durch? Ich hab doch jetzt alle zufällig ausgewählt, oder? Sorry, hier. Was? So, Leute, lass uns erstmal eine Waffe nehmen. Hier, die hier. Feuerlöscher, wo ist sie? So, jetzt gibt's auf die Fresse. Was hat er gesagt? Okay. Ich entspann dich, ich nenne dich Richard. Wir sind. Was? Nenn mich? Achso, nenn mich. Ich dachte, der sagt, ich nenne dich. Ach, übrigens, du bist dem Team in einer kleinen Krise beigetreten. Pass auf dich auf und achte auf Gefangenen. Hier kannst du mit deinen Kumpels ein bisschen schmusen. Aber bitte halte Abstand. Bitte die Hose anlassen. Wie das denn mit der Fahrer? Was? Schießbestand? Willkommen am Schießstand. Hier kannst du dich entspannen.
Umgeben von Idioten, mein ganzes Gottverdammt. Komm ich denn da rein? So, du hat die Tür zu. Sag mal, Alter, der pisst aber direkt. Hallo? Hey! Du pisst mir auf die Füße, du Penner! So, du. Was? Was, der wehrt sich? Hey, das war nicht abgesprochen! Nicht wehren! Ich bin voll schnell. Oh, nicht genügend Ausdauer. Oh, ist das komplex. Ich hoffe, dass der Direktor, ich gehe jetzt zum Direktor, dass... Halt. Brauchst du vielleicht etwas Kohle? Hängt davon ab, was du von mir verlangst. Soweit ich weiß, werden morgen Päckchen ins Gefängnis geliefert. Wenn du prüfst, was drin ist, könntest du beim Päckchen wegschauen. Ich brauche folgenden Gegenstand. Eine Spitze. Sag mir mal so, ich brauche dieses Paket wirklich ganz dringend. Ich bezahle dich auch dafür. Ich sehe, was ich machen lässt. Ich bin echt ein Dreckskopf, oder? Pfefferspray. Du kannst einen Gefangenen mit dem Pfeffer... Moment. Enttäuschen. Oh, come on. Woran hin? Alter, die Leute haben einfach keinen Respekt mehr. Wenn ich deinen Chef so begrüßt. Du wirst viel zu tun haben, aber beginnen wir mit dem, was wir heute machen tust musst. Was du heute machen musst. Lies mal einen Blick in die Lass mal einen Blick. Ich kann nicht mehr lesen. Heute hast du eine längere Schicht im Schacht. Okay, morgen gibt's Gefangene. Prüfe. Als nächstes, Jungs. Alter, rede zu schnell. Am Nachmittag kommt eine neue Lieferung mit Familienmitgliedern der Gefangenen an. Schau sie dir an, du ahnst gar nicht, was ihre Frauen so schmuggeln können. Ja, das wird geil, ja. Lass mal die Familienmitglieder kommen, da können sie mal sehen, ne? Ich hab die Gummischhandschuhe am Start. Um neue Gefangene aufzunehmen, rufe den jeweiligen Neuling mit dem Mikrofon her, standardmäßig E. Guck mal, der rechts ist ein Vergewaltiger und der links ist ein Nerd. Was? Mord. Neuling rufen. Now! Ein Vergewaltiger. Überprüfe die Übereinstimmung der Fingerabdrücke mit Pisser, hä? Hä? Dann lass den Pisser rein, oder? Du Drecksack, du. Hä? Ja. Accept this, idiot. Erlaubte Gegenstände. Nichts. Der kriegt gar nichts. Was ist das? Das ist him hieß. Him. Him hieß. Every him. Hey, Product. Product mit CK. Ja, leck mich. Das ist doch ein Fake. You've enjoyed, has helped, support orphans, kitten in need through Hilton Semesh Animal Shelter. Ja, ja. Schauen sich diesen Dreck an. Das ist unglaublich. Das ist einfach. Das ist keine Schokolade. Das ist ein Türstopper. Ach so, Welcome to Prison Paket. Da ist überall dasselbe drin. Hier, du Idiot. Welcome to prison, du Pisser. So. Du bist wegen Mord hier. Hier. Und jetzt? Welcome to prison, you fucking murderer. Hä, wieso hat er denn... Der hat sein Paket fallen lassen. Wo ist dein Paket? Scheiße, sein Paket ist weg. Asozial. Shit, das Paket. Da ist er. Der geht einfach. Hey, ich hab. Moment! Hey! Das ist das Matthew Larsen-Paket. Da sollen wir, glaube ich,
die Spritze drin lassen. Dude, man in care. Smell like a meadow. Manly protection. Ah, da ist die Spritze, du Sau! Sag mal, wie viele Spritzen? Alter! Soll ich die beschlagnahmen? Die sind ja überall drin. Weißt du was? Ich glaube, ich lasse den Dude hochgehen. Das ist mir zu viel. Spritze. Ich lasse den schön hochgehen, den Dude. Fuck him. Ich sag nichts erstmal. Holst du dir einen runter oder was? Das Spiel hat meinen Humor. Ja. Hör auf, scheiß Spielchen zu spielen. Irgendein Wichser hat die Gefängnisschlüssel verloren. Es gab einen Schatz. Nur einen Satz. Was? Und es gab nur einen Satz. Mach dich mal schlau. Schnüffel ein wenig herum und finde die scheiß Dinger so schnell wie möglich. Trüffel nicht herum. Wir haben nicht viel. Da ist doch der Schlüssel. Du, da warst du das. Du hast den Schlüssel geklaut. Du standst ganz unauffällig daneben. Was essen die eigentlich? Machen die Null-Diät? Ey, da hat einer gelacht über den Gag. Komm, so schlecht war der nicht. Wo ist eigentlich der Dude mit den Spritzen, der mich beauftragt? Das ist der, ne? Sehe ich etwa so aus, als ob ich sofort alles ausgebe? Ich glaube, wir haben uns nicht verstanden. Nimm die Anzahlung, rechne aber nicht mit mehr. Okay, der... Okay. Ich hab's nicht... Was nochmal? Jetzt willst du mit den Worten schikanieren? Erstmal durch. Ha! Entschuldigung. Ich muss mal ganz kurz durchsuchen. Ah! So, die Toilette ist wieder sauber. Was denn hier? Huch. In case of riot, do not lock in here. They are coming. Alter, was denn hier passiert? Jesus. Was ist denn das für ein Dildo? Hey, die Party ist noch nicht vorbei. Ganz kurz, was wir heute machen, Leute. Wir haben heute einen, Sponsor. Sugar Daddy. Gibt's eigentlich Sugar Mami? Gibt's das auch? Wir sollen doch jetzt alles durchgendern, oder? Sehr geehrte Sugar Daddies und Sugar Mamis. Versicherungen ohne Langzeitverpflichtungen. Cherisk möchte, dass wir heute House Flipper spielen. Mit Annie the Duck. Da freue ich mich sehr. Hi! Mach dich hübsch, Püppi. Ich bin gleich fertig! Hast du denn Hausflipper schon mal gespielt? Noch nicht, nein. Und ich bin total traurig, dass es an mir vorbeigegangen ist. Das ist eigentlich genau mein Ding. Das verbrannte Haus kaufen, richtig? Ja. Das sollen wir wieder renovieren. Ja, ist es. Dieses Haus braucht eine Renovierung. Es gab einen Brand, doch das Haus hat nicht sonderlich viel drunter gelitten. Sein Zustand. Richtig schöne Meditationsmusik. Ich glaube, der Komponist ist selber bei der Musik eingeschlafen. Ich glaube, ich bin total Horrorfilm geschädigt. Ich habe das Gefühl, hier geht's gleich runter und dann Zombies und so. Nee, 60 Quadratmeter, oder? Das hier sind 10 Quadratmeter, das sind 10, 15. Also Wohnfläche würde ich sagen 40 Quadratmeter, Nebenflächen vielleicht 15, 20. Aber Riesengrundstück, 1000 Quadratmeter. Ich würde sagen, das kostet in der Schweiz eine Million. Jetzt haben wir das ganze Marihuana, das ganze Unkraut haben wir hier wegge... na? Hallo, ich bin der neue Nachbar. Was ist hier eigentlich passiert? Wer hat das Ding abgefackelt? Hallo? Ich bin der neue Nachbar, hallo? Wenn ich das renoviert habe, mache ich eine Party. 1, 2, 3, 4! Okay, komm, wir räumen hier auf. Schnell. Was machst du? Geh weg. Ich heb dich auf. Weg. Geh weg. Nee, ich will dich nicht mehr sehen. Hau ab. Die Hausratversicherung von Cherisk. Versichert ist besondere Fahrlässigkeit. Also sprich, wenn ihr mich ins Haus lasst. Weg damit! Super! Hier den Briefkasten finde ich auch dämlich. Kann ich die Tür auch verkaufen? Nein, das war ein Scherz. Ach egal, weg mit den Türen. Weg! Oh, das Scanner ist so geil. Oh, ist der geil. Ich wollte die Veranda nicht. Oh, Axt! Reinigen. Ja! Oh, ist das geil! Ja, gib's mir. Reinige.
Du kannst auch Wände ausreißen? Dann machen wir das. Ich finde nämlich die Bude sehr, sehr eng. Ja! So. Nein, das ist ja die Wand zum Bad! Hallo? Das ist ein begehbares Badezimmer. Hier, guck mal, total blutverschmiert. Hier ist ein Verbrechen passiert. Seht ihr das? Wie sind sie überhaupt zum Zocken gekommen? Das war so. Mit meinem Vater gegangen und gesagt, Papa. Ich war 10, glaube ich. Bin ich zu meinem Vater und gesagt, Papa, ich will diesen Computer. Was ist das? Computer, was Computer? Aber das ist das, was dich einmal arbeitslos machen wird. Von einer gefangen. Ah, wollen Sie eine edle französische Walnussdampfplatte? Eine edle französische Walnussdampferplatte. Oder möchten Sie, was? Einen hellgrauen Metallboden von Parvus? Das ist ja wie eine Metalband. Da versteht ja sowieso nicht, was die ganzen Metalbands singen, oder? Die können auch singen. Grauer Metallboden. Hellgrauer Metallboden. Dunkle Paneele. Auf welchen Drogen machst du denn graue Blasenfliesen? Komm, wir probieren es mit lila Blasenfliesen. Oh ja, Badezimmer, Blasenfliesen. I didn't do this on purpose, but this is the work of a genius. I need time for myself in here. Ja, guck mal, ich habe lila Blasenfliesen. Und da passt nichts. Komm, dann machen wir alles in lila Blasen. Lila! Mal gucken, wie das aussieht. Ich finde es gar nicht mal, komm. So, das war's. Ich würde sagen, es ist zum Verkauf. Es ist Nacht. Wann kommen denn die Zombies? Aber wäre es nicht cleverer, einfach das Teuerste zu verbauen, weil du dann nachher auch teuer verkaufen kannst? Ist doch klar, oder? Paneele! Oh, Paneele. Annis Badezimmer sieht besser aus. Da geht doch rüber! So! Es sieht ein bisschen kühl aus, aber das werden wir ausgleichen mit einem offenen Lagerfeuer. Es gab einen Brand. Brennt es schon wieder ab. Aber diesmal bin ich ja Cherisk versichert. Ein Foto reicht und zack! Hä? Wieso brauchst du denn einen Revolver in diesem Spiel? Ja. Ein Kühlschrank Kühlschrank. Und der ist auch viel schmaler. Wisst ihr was? Ich mache einfach einen Kühlschrank auf der Seite. Das. Take that, Annie. Waren das Möbel? Nein, nicht Kinder. Hab ich noch. Geh. Mann! Küchen und Kinder verwechselt man öfter mal. Man will eine Küche haben und schon hast du ein neues Kind. Was ist denn das für ein Materialmix? Lass mich in Ruhe. Dusche Oldans. Das türkische Dusche. Oh, schau mal hier. Den kaufen wir schon mal. Gaming Chair ist gut. Nee, das wird das Wohnzimmer. Dann ist das hier so eine Art Streamer-Ecke. In die Richtung, würde ich sagen. Zack. Gas, Wasser, Scheiße. Wie komme ich jetzt rein? Ah ja. Ah, jetzt gehe ich eine Runde duschen. Jetzt habe ich... Was? Hey! Ist das schon Body-Shaming? Lass mich duschen. Hey! Bordell? Was ist das ist eine Unverschämtheit. Das ist doch keine Bordellleuchte. Ich war schon in viel... Nee. Das Bad ist Körperverletzung. Das ist eine unfrech... Eine unfroren... Frech... Es ist... Schäm dich. Hey, Kaya. Ah! Na? Oh. Hörst du mich? Oh. Komm jetzt, lass uns eine richtige Tür bauen. Oh. Moment mal, ist die Außenseite, oder? Mann! Hier, Eingangstür. Lebe der Lebe. Da, bitteschön. Das Ding hat ein Schloss. Auch von außen und von innen hat es ein Schloss. Nope. Scheiße. Oh! Keine Ahnung, was das ist. Geh weg. Hau ab. Du haust auch ab. Nein! Nicht die Sau! Wir müssen einen Sturz bauen. Ja, bau. Nein! Ah! Lebst du noch oder montierst du... montierst du noch oder lebst du schon? Was? Komm jetzt! Nein! Ich hab doch noch gar nicht... Wer hat denn hier aufgedreht? Mann, zuerst verbrennt das Haus und jetzt überflutet es. Aber ich bin versichert bei Cherries. Was ist denn jetzt hier passiert? Oh, Pinbass. Wir haben keinen Esstisch. Nee, ist egal, ich esse auf der Couch. Nice, hier wird gegessen. In my mind, I can't build a stupid house. Das ist Bett und Couch zusammen. Komm, wir müssen noch ein bisschen gärtnern. Rasen mähen. Hier. Ist das dein Ernst? What were we doing with the Fat Boy Slim? Was ist denn dein Problem, du blöde? Was kann man denn noch an Dekos hier draußen kaufen? Das ist wichtig. Treib den Preis in die Höhe. Konstruktion. Hier, guck mal, ich habe hier mehr Platz als im Haus. Wuff! Ich sollte den Farbroller mit Farbe. Wo ist die Dose, um die ich kaufen soll für die Farbe? Hier, da. Man muss sich nicht immer zu dem Farbtopf zurück, wisst ihr? So! Kann ich einen Shooter spielen, bitte? Zack! 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 Das ist doch ein Fantasy-Brezel, Hänsel- und Gretel-Haus. Findet ihr nicht? Also Wreckfest, gar nichts dagegen. Zack!
Zack. So. Hier, da grabt ihr eigenes Grab. Da gehe ich rein, wenn ich nicht gewinne. Das war's? Hat gerade Spaß gemacht. Setz den Teich ein. Das ist ja wie eine Was war das denn? Hier, ihr Nachbarn, ihr habt einmal gestern Abend zu laut Musik gespielt. Da! Ah, Wasserschaden, da könnt ihr auch. Versicherungen. Hier, der guckt. Der wacht über dem Koi-Teich. Zack. Einer ist mir zu wenig. Haben wir noch einen? So, Leute, das hat Anni bestimmt nicht. Boah, ist das Ding. Hier gegen die Nachbarn. Oh, das ist geil. Pass auf, ich habe eine super Idee. Jetzt habe ich. Hier. Hohoho. Wo sind die Zwerge? Was meint ihr? Es ist einfach zu groß. Das Schild erschlägt dich. Du kannst dich gar nicht relaxen, wenn es dich anschreit und sagt, relax! Ja, lila auf lila, Kai. Studio Massage. Oh, na Massagegeräte! Was wird denn hier massiert? Ich check die Geräte nicht. Wenn ein Versicherungsvertreter kommt, der nicht Cherisk ist, kommt der war gut. Leute, Cherisk, der war gut. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Ich kann die aber nicht benutzen, ne? Ich kann sie nur aufheben. Merkt ihr, wie das Spiel langsam kippt und weird wird? Ich finde Kai! Komm, wir gucken uns das lieber genüsslich in Zeitlupe an. Kaya! Okay, also ich bin fertig mit meinem Haus. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Ich glaube, ich habe meine Maus gefetzt. Mittelrad geht nicht mehr. Ich habe mich so erschrocken, ich habe auf die Maus gekloppt. Zeig mir dein Haus. Also, du benutzt Gartentor, gehst raus und kaufst dir ein ordentliches Haus. Und das wird creepy, aber ich habe eine ganze Zwergenarmee gebaut. Oh mein Gott, wie viel hast du eingestellt? Die Waffe ist hier, falls es Einbrecher gibt und du kannst ja Cherisk erst immer hinterher das Foto schicken, aber Cherisk hilft ja nichts, wenn du ein Foto vom Einbrecher schickst. Deswegen, also selber auch während... Waffe, ja. Fernseher doof. Eigentlich, ich hoffe, ein Schwenkarm, dass es so ein bisschen rausgeht und dann kannst du hier auf der Couch Fernsehen. Ja, finde ich auch gut. Hier, sieht aus wie eine Attrappe, ist aber for real, falls doch Zombies kommen. So. Feier ich sehr. Jetzt gucken wir uns deins an, warte. Ja. Hier rechts einen schönen Springbrunnen. Du hast schon gewonnen. Den finde ich sehr wichtig. Hier ist dieser Koi-Teich. Ist auch sehr wichtig. Da sind Kois drin? Man kann... Tatsächlich kannst du über Wasser laufen in diesem Spiel. Du bist Jesus. Ja, das sieht alles viel, viel besser aus als bei mir. Nein. So, dann geht's hier rein. Zack. Ach, das sieht alles tausendmal besser aus. Ist das wirklich zum ersten Mal gespielt, das Spiel? Mhm. Wir können es jetzt verkaufen und mal gucken, wie viel wir dafür kriegen, oder? Das Haus, meins, kostet was? 59.869 Cent ist das höchste Angebot. Und bei dir? 61.721. Ja. Wie viel Gewinn hast du eigentlich? Weil ich habe Verlust von 20.000 Dollar. Ich habe Gewinn 21.000. Du hast Gewinn? Ich habe einfach zu viel Möbel gekauft und es hat mir nichts gebracht. Anni, vielen Dank. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Asus, ich brauche eine neue Maus. Der bleibt bewusstlos. Spiel ist so sick irgendwie. Ist bestimmt lustig, Leute. Ich kaufe das. Ob ihr wollt oder nicht. Ist mein Stream! Ist doch GTA-Grafik, oder? Leute. Ich finde, das ist GTA-Grafik. Findet ihr nicht? Gibt's hier Autos? Oh ja. Überfahren die mich? Nee. Ich weiß, weswegen du hier bist. Die ganze Stadt spricht von deinen gestohlenen Tauben. Ich weiß, wo du davon findest. Wird aber nicht billig. 10 Kröten. Da bist du gieriger Arsch. Weißt du das? Ich bin ein Penner, kein Arsch. Need. Help. No. Ja, das sorgt für Mitleid. Happy to help. Na, siehst du? Ja. Ich hab keinen Penis. Oh. Hier, du hast Geld. Du hast eine Krawatte. Boah, das sind die alle nett hier, oder? Du kommst aber aus der YMCA-Ecke, oder? Alte F gedrückt, um zu pinkeln. Here
gonna regret that. Oh, jetzt gibt's auf die Fresse. Nice one, pal! He'll remember this day as the Great Quickening! Time to get your pigeon back! Hallo, Taube. Wähle eine neue Taubenverschurigen. Das Spiel ist nicht ganz dicht, ey. Warte. Thanks, pal! Let's fly! Kann man den looten? Was ist das? Nee, ich wollte nicht die Milch anbaggern. Sorry, I'm gonna hurt. Every bit helps, right? Also wenn man die oft genug belästigt, dann kriegt man auch von denen Kohle. Also Wahnsinn. Ohne Gurke. Was ist das? Ein Autoreifen. What the fuck? Was ist denn, wenn ich den einfach verprügel, Leute? Einfach just for fun. Okay. Kann man den looten? Nee, man kann den aufnehmen. What the fuck? Wieso kann... Also ich frag mich wirklich, wann die Bullen kommen, ne? Also, da wird ja immer gezeigt, Vandalismus und so. Aber mehr passiert nicht. Was ist denn hier los? Ach du Scheiße, das ist ein Thug. Oh, shit. Das sind Diebe. Thugs, Dingsbums. Wie heißt es auf Deutsch? Hier, Pisser. So, Hallöchen. Find some cover before they see you again. Was denn? Wie soll ich mich denn... Oh, ich wurde doch gesehen. Oh, guck mal rechts unten, diese drei Penner von... Also von der... I'm not letting up. Okay, es gibt doch... Geht. Oh, das ist wirklich GTA. Schaut euch das unten rechts an. Irgendwie ist das Spiel... Irgendwie weird, aber irgendwie faszinierend. Aber irgendwie weird, aber faszinierend. Aber ich würde gerne nochmal jemanden verprügeln. Mal stehen. Try Long John's Hot Dogs. Okay, wie viel hat das gebracht? Was? 90 Cent oder was? Mann, in Zürich wären das 900 Franken. So. Was machen wir als nächstes? Was Gutes? Was Böses? Wissen was von beiden? Ihr mochtet Guardians of the Galaxy bereits als Film? Dann wird euch das gleichnamige Spiel von Eidos Montreal und Square Enix bestimmt auch gefallen. Marvel's Guardians of the Galaxy kombiniert Story mit einem Action-Adventure. Dieses Third-Person-Singleplayer-Game könnt ihr ab sofort kaufen. Musik an! Ihr spielt Star-Lord und könnt die Guardians kontrollieren und mit ihnen Planeten und Orte erkunden. Story und Universum sind dabei vollkommen neu. Kommt es zum Kampf, kombiniert ihr den Elementarblaster und Star-Lords Fähigkeiten mit denen der Guardians. Während des Spiels müsst ihr auch Entscheidungen treffen, die mal mehr, mal weniger den Verlauf der Handlung beeinflussen. Überlegt also gut, bevor ihr euch entscheidet. Für die Guardians stehen über 40 Outfits zur Verfügung, die ihr regulär freischaltet. Keine Microtransactions, auch der Soundtrack ist sehr umfangreich. Orchester, 80er-Jahre-Musik, meine Spezialität, oder auch eine eigene Band. All das kombiniert Marvel's Guardians of the Galaxy. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt und Besitzer einer PS4, PS5, Xbox One, Series X bzw. S-Switch oder eines PCs seid, sorry liebe Gameboy-User, dann schaut euch das Spiel nochmal über den ersten Link in der Beschreibung oder im angepinnten Kommentar genauer an. Jetzt aber viel Spaß beim Zocken und Erkunden. Danke, Kumpel. Du hast nicht zugewiesen Talentpunkt. Kaya, du Türkisch, kannst du nicht, geht nix, kann man nicht verhindern. Du bist Türke, du hast Punkte. Starke Lungen, erhöht die, schneller Lehrer. Lerner, eingepflanzte senkt die Preise in Italien, in Läden. Okay. Okay, ihr sagt, ich kann den nach... Und jetzt? Was machen wir mit dem? Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Der bleibt bewusstlos. Das Spiel ist so sick irgendwie. So, hier sind meine Bündelis. Bitte schön. Oh. Guten Tag, guten Tag. Die Polizei, die Polizei.
Ich weiß nicht, warum ich dieses Spiel spiele. Irgendwie bekloppt. Vielleicht können wir einen Stunt von da oben machen. Nee? Doch! Hab ich doch gewusst. In allen Games gibt's hier oben. Warte, bevor ich... Gibt's hier was zu looten? Moment, was ist das? Aha! Nee, hier gibt's nichts zu looten. Ja, dann machen wir den Stunt, oder? Ich weiß zwar nicht, wohin. Wahrscheinlich werden wir sterben. Ich habe jetzt auch keine Lust, den ganzen Weg wieder runter zu... Komm, volle Pulle. Warte. Wir werden höchstwahrscheinlich im Krankenhaus landen, aber it's gotta be fun. Achtung. Ja, bitte, könnt ihr das... Die Steuerung ist scheiße, ja? Nur mal so. So, also nochmal. Warte. Keiner gesehen. That was slightly disappointing, würde ich sagen, oder? Mann, der Typ labert mir zu viel. Sorry. Oh, fuck, was müssen wir machen? Wo müssen wir hin? Mann, du blödes Kaktor! Ey, die Steuerung ist so übel. Shut up. Oh nein, ich habe die Polizei. Oh, scheiße. Oh, diese Shift-Taste. Wer benutzt die Shift-Taste? What do we see? That awful beeping. How much time do we have left? Mann! You can at least tell me that much. I can't see the fucking display. It's just fun. Wow, ich hab's geschafft. Boom! Ist das ein gelber Penis, der an die Wand gemalt wurde? Ich würde ganz gerne mal Base-Building machen und so einen Spaß. Schnäbelstall. Schaltet die Fähigkeit schnäbelfrei. Tauben kreisen das Ziel ein, hacken mit ihren Schnäbel auf... Wow. Was habe ich denn hier gebastelt? Nein, wirklich? Das müssen wir ganz kurz ausprobieren, die Taube, oder? Warte. Aber die stehen wieder auf, die Penner. Hello? Yeah, is that bomb again? Yeah, same place. Thank you. Oh Scheiße, Polizei. Ich verpiss mich jetzt. That's it. I'm calling the police. So, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Tschüss, ihr Vögel. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Und schaut gefälligst öfter zu. Herzlich willkommen, YouTube, zu meinem... Wie heißt das Spiel? Wie heißt das für... Alle Leute, heute spiele ich wieder Polizist. Euer Lieblingspolizist Jana ist auf Streifzug. Auf Streife. Hallo Leute, hier ist wieder euer Kaya und... Hallo YouTube, hier ist wieder euer YouTube-Spitz. Ich bin auf Streifzug Richtung... Ich bin auf Streife und ich suche mir die Raser in der Schweiz mit Geschwindigkeitsüberträgung... Ja, grüezi miteinander, hier ist wieder der Streifenpolizist Jana. Ich bin auf dem Weg zum Streifzug. Das ist alles scheiße, was ich erzähle. Ich schnappe mir Raser, Falschparker, Leute, die Schmutzgüsel auf die Straße werfen und vieles mehr. Drohungsdelikte, Klappmesser, Springmesser und High Heels. Alles verboten hier bei uns in der Schweiz. Enjoy the show, also. So Leute, ich habe was Nettes für euch vorbereitet. Das wollte ich mal immer mal spielen. Police-Simulator, das ist vollkommen richtig. Türken-Simulator, gibt's den? Aber das Ding ist nicht up-to-date, oder? Da müsste jetzt eigentlich noch angeboten werden, Mann, der sich wie eine Frau fühlt, Frau, die sich Mann fühlt, trans, cis, gender, neutral, links, rechts, oben, unten. Das sind einfach zu wenig Einstellungen. Oh, Leute, ihr wisst jetzt, was kommt, oder? Was ist denn hier los? Hallo, hallo. Hallo, I'm your new colleague. Listen, I'm new to this department. I wanted to ask you, maybe you can help me? Maybe you can help me. In welchem Land spielt das Spiel? Weiß das einer? Ach du Scheiße, Elektroschockpistole. Wow, wow. Dann rüsten wir die mal gleich aus. Nein, was hab ich? Nein. Aber wisst ihr, warum ich Polizeisimulatoren liebe? Diese Autorität ist genau mein Ding. Wieso schießt er denn nicht? Komm, wir tasten ihn ab. Er hat einen Stadtführer dabei. Das ist schon verdächtig.
Oh, die Frau hat gerade Abfall auf die Straße geworfen. Warte. Du darfst jetzt sie und ihr Fahrzeug durchsuchen, weil du das Institution... Nicht in den Knast? What? Hör doch mal auf! Hey! Ja, wieso geben die mir da eine Knarre, wenn ich... Die Durchsuchung ist umfassender als das Abtasten. Nein! Könnt ihr mir das mal sagen, warum wir alle wegrennen? Hör doch mal! Wieso rennen die denn alle weg? Ey, ich hab's mir anders überlegt. Warte! Ich hab's mir anders überlegt. Es ist mein Auto, was du da abschleppst. Hey, sorry! Es ist... Ja! Hilfe! Hier steht doch No Parking. Von 12 bis 4. Wrong! Salatgurke. Okay, er hat eine Salatgurke in der Hose. Lass uns einen Strafzettel. Das könnte ein Song sein. Lass uns einen Strafzettel dafür ausstellen, dass in falsche Richtung abgestellt wurde. Der Kreis steht. Er hat gerötete Augen! So, der Kreis steht für Östen, du Arsch. Cannabis! Willst du was den gleich frage? Was ist denn hier? Er trägt aber einen illegalen Gegenstand bei sich. Wieso? Das ist doch erlaubt. Welchen Gegenstand meinst du? Ah, Springmesser! Hab ich gar nicht gesehen, ich dachte, es wäre ein Damenschuh. Ob der 28 Kilo wiegt? Was weiß ich denn? Was ist los mit euch? Was ist los? Konzentriert euch, Leute! Leute, Klappmesser! Nicht Springmesser. Ich kapiere überhaupt nichts mehr. Das System sagt mir, er hat ein Springmesser dabei und hat einen Damenschuh angezeigt. Dann hat er ein Klappmesser dabei gehabt und die anderen zwei hatten auch ein Klappmesser dabei, aber da habe ich keine Warnung bekommen. Soll ich jetzt mitführen eines Klappmesser machen oder eines Springmessers? Aber Springmesser bitte, der bitte an! I know you don't like my Indian accent, but if... Ich habe dazugelernt. Vielleicht möchtest du mit mir eine La Mia Grande essen, ha? Ich habe einen guten Freund, der hat eine spezielle Pizza. Er hat auf die Pizza ein Tab, ein S. Ah, ich hab sie direkt in Flagranti. Das Arme verschränkt man noch perfekt. Was? Wieso habe ich minus 5 Punkte? Das ist doch die falsche Richtung. Ach nee, das ist eine Einbahnstraße, ne? Scheiße, ist One Way. Ah, ich fuckface. Ich muss kurz ein Selfie für meine Frau machen. Warte. Das ist ja Sisyphus-Arbeit. Kennt ihr Sisyphus? Also, da gibt's... Ihr kennt ja Marvel-Comics und Thor und Loki. Und Loki war ein Freund von Sisyphus. Und Sisyphus hat sich immer gestritten mit Thor um Freier. Und deswegen hat Sisyphus zu Loki gesagt, kannst du mir helfen? Und Loki hat gesagt, verpiss dich, Alter. Und dann sagte Sisyphus zu Freier, wer bist du? Und dann sagte Thor, wir können schauen, ob wir Sisyphos zum Strafzettel verteilen. Und dann sagte Thor, hold my Loki. Was weiß ich? Ich klebe fest an diesem... Es ist ein Bug. Das kann doch nicht. Ach, Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich klebe... Ich habe meinen Schlong in diesen Abfalleimer. Oh, guck. Hallo, ich bin zurück. Hallo. Zeig euch mal einen Trick, liebe Kollegen. Pass auf. Schau dir direkt auf die Kamera. Okay, pass auf. Abracadabra! Seht ihr? Der Hut ist weg. So Leute, ich hab's geschafft. Wir haben das nächste Melting Pot Level freigeschaltet. Und zwar noch mit jedem Schweizer rutscht jetzt das Herz in die Höhe. Wie sagt man? So, meine Damen und Herren, darf ich Sie begrüßen zu einem neuen Gegenstand, den wir freigeschaltet haben. Das ist ein Ausrüstungsgegenstand. Durch die stets fleißige Arbeit unseres neuen Polizeimitarbeiter Janar haben wir ein neues Gerät, mit dem wir genau das machen können, womit man sehr viel Geld in der Schweiz verdienen kann. Eine Radarpistole. Ich beglückwünsche Sie herzlich zu diesem... Ja, Halleluja, ist heute schon der 1. August. Unglaublich, meine Damen und Herren, wir haben noch einen Gegenstand freigeschaltet, der für die Schweiz unerlässlich ist. Wir haben einen Einsatztyp freigeschaltet und zwar können wir jetzt auch Raser melden. Hey, schneller, was geht ab? Pass auf, ne? Ich bin ein neuer Mann, ich habe ein neues Distrikt bekommen, ich habe sogar eine Radarpistole. Ich kann jetzt Raser festmachen, ne? Ey, der Typ da hinten, der bringt so nicht. Was? Das bin doch ich! Ein Gender hat die Straße überlaubt. Was? Wo ist der Gender? Wahrscheinlich schon längst überfahren worden, oder?
Egal, ich gebe der Leiche auch noch einen Strafzettel. Ich schalte dich dann um auf Railgun. Ich hau der Railgun. So, erstmal den hier checken. Null? Achso, ja, stimmt. Der fährt ganz schnell. Der fährt ganz schnell. Wie viel darf man hier denn überhaupt? Alter, der geht weg. Guck mal, der zittert schon. Nein, nein, nein. Sofort stehen bleiben. So. Ja. So. Ha! Wenn das keine unrechtmäßige Bürgerstandswehrbewegung. Parkung. So. Hier. Auf den Bürgersteig, du Schwein, du. Das waren alle viel zu langsam, Leute. Der hier, der fährt doch. Der da. 35. Fahr doch mal 40. Da. 41, 42, 44. Halt. Der leckt mich am Arsch. Ich hab einen. Ja, das ist doch bescheuert zu Fuß. Mann. Ist der mir schon entwischt, oder? Wieso komm ich? Achso, Mülleimer. Du musst blitzen. So. Wie denn? Nein, da habe ich einen erwischt und einen vergessen zu blitzen. Ich dachte, ich muss den anhalten. Wieso erklärt mir das keiner? Alles zu spät und überhaupt adopt a don't buy. Extra, der gibt Gas. Leute, wir haben den. 39, 40, 41. Fucking. Ja. Ich habe die Frau fotografiert. Nein, ganz nicht. 36. Melden. F. Hier. Ja. Nur 5? Ich hab die ganze Schicht gebraucht für 5 Punkte? Ich kann mich alle am Arsch lecken. Ich hab meine ganze Schicht habe ich verbraucht, um so blöde Raser zu finden. Dann sagt der Kilometer, dann sagt der MPH. Ich sag, was ist ein MPH? Ist das ein Hautwert oder was? Dann habe ich einen fotografiert. Dann könnte ich aber den nicht. Da konnte ich sein Kennzeichen nicht lösen. Da war eine Frau davor. Dann habe ich einen erwischt, da ist die Schicht abgelaufen. Da habe ich das eingereicht und ja, leck mich am Arsch. So, das ist Umweltverschmutzung hier. So, ich nehme sie hops. So, was habt ihr gesagt? Bürgersteig? Wo? Wo? Hier nicht. Wo? Wo? Wo ist der Bürgersteig, Fuzzi? Nee? Bürgersteig? Lana, auf der anderen Seite? Hier? Wo ist denn? Alter. Nichts. Nee, es tut sich nichts mehr, Leute. Schicht zu lange. Ja, wo ist denn das scheiß Präsidium? I'll show you the latest trick. Look, I'm a magician. Look. Tada! Wait. It comes. Wait. Tada! Historic Downtown. Streifenwagen Cruiser. Oh, ich krieg dann geile Karren. Einsatz Verdächtiger gesucht. Wow. Winterlake. Winterkelle. Dann kommt Alkombi. Neuer District. Noteinsatz Tatort. Noteinsatz schwerer Unfall. Und Einsatz Verkehrskontrolle. Seht ihr das? Was am meisten geholfen hat, war bis jetzt Person. Guck mal hier, der fährt mit offenem Kopf. Ja, dann Mütze streamt. Oh, fuck. Hab ich vergessen. Soll ich Strafzettel verteilen, Frauen durchsuchen, ich meine Leute durchsuchen oder soll ich Radar, was soll ich machen? Erschießen. Oh Gott. Besser keine Umfrage. Jetzt! So, du Sack. 38, das müsste gehen. Ha, ja. Fuck! Oh, 44, du Schwein! So. Ja, also, wir halten ihn fest. Ich habe sie angehalten, weil sie unerlaubt über die Straße gegangen sind. Okay. Nein, Officer. Sie müssen sich irren. Du stehst noch auf der Straße, du Schmock. Sagt der Polizist, der mitten auf der Straße steht. Was ich darf, ich bin Polizist. Außerdem bin ich nur auf der Straße gestanden, weil ich dem... Klappmesser und Springmesser! Alter, das ist aber ein richtig dicker Fisch jetzt. Leute. Ich muss Sie festnehmen. Sie führen ein Springmesser mit sich. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Das ist der dickste Fisch? Mal so ein kleiner Freudentanz vor dem Vogel. Du gehst in den Knast! Du gehst in den Knast! Weißt du, was dich da erwartet? Hä? I'm gonna make a photo of you because I fell in love with you. Ah, da geht einer über die Straße! Und hat noch was auf die Straße geworfen. Habt ihr das gesehen? Ich hab das gesehen und der Computer macht mir keine Meldung. Seht ihr? Da. Das Ding hat er weggeschmissen. Wo ist er? Scheiße, wer von den dreien war das? Ha, hier, Bürgersteig, Fuzzi. Komm her. Wo ist mein F? Strafzettel. Position. Falsche Richtung. Nein! Falsche! Ich will! Da, du Sack. Nein! Geh weg! Halt! Ah, 40. Noch schneller als vorher. Es wird noch teurer, du. Ja, ist was geil, ein Kopf zu sein. Ja, leck mich am Arsch! Ja, ich denn heute schon Weihnachten.
Fußstreife. Komm, wir gehen nochmal aus dem anderen zurück. Nein, was? Was habe ich jetzt gemacht? Halt! Nein, nicht! Was? Das ist schon abgelaufen, oder? Warte, ich nehme den Hops. Was? Situation erforderlich. Ja! Ja! Ich kümmere mich drum. Ja, wo? Nur noch 250 Meter. Ich habe kein Auto. Fuck. Listen. I got Schicht finished soon. Hallöchen, Puppöchen! Das gibt jetzt ein Punktefest. Ich werde danach direkt befördert zum Oberpolizeidirektionsinspektor Appenzell Innerrhoden Außerhoden. Der hat gekifft. Ich weiß genau, dass THC, CBD, BBP und FTP genau in Marihuana drin sind. Ich weiß das. Guck dir mal die geweiteten Augen an, hallo? Guck dir den mal an. Wenn der, also wenn der keine Drogen genommen hat, dann weiß ich auch nicht. Was ist denn das? Wieso gucke ich mir jetzt die Autotür an? Was bin ich für... Ich glaube, ich habe THC genommen. Kann das sein? Bitte schön, Officer. Ich habe mich einfach mal... Stelle einen Strafzettel aus oder sprich eine mündliche Verwarnung wegen eines Verkehrs in Verbindung mit dem Status des Fahrzeugs. Hey! Super toll, ne? Was haben Sie wieder für einen Scheiß gebaut, ne? Komm, wir machen einen Test. Super toll. Alkohol, ne? Guck mal, wie ich dem Nose-to-Nose... Was mache ich mit dem? Alter, das sieht aber... Wo habe ich denn dem jetzt gerade Luft abgenommen? Da 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 da. Look at that. People, excuse me, but look at that. You were behind the glass. Now you're free. Wo ist die Karre? Was war das? Also Leute überfahren kann. Ha! Ha! Wait! Halt! Stopp! Moment! This is interesting. I'm inside the car now. Oh, ah! I didn't want to play a horror game. What the fuck is this? Schicken Sie mir einen Abschleppwagen. Ah, Eifert! Welches Fahrzeug? Ah, das Fahrzeug. Das ist der langsamste Rückwärtsgang ever! Mann, ich bin immer abgelenkt von diesem dummen Ding, Ding, Ding. Nee. Mann! Ich hab Blaulicht an! Schichte meine Schicht zu Ende. Schachte. Ich beende meine Schicht.